Die schmecken pfeffrig, haben etwas ganz besonders Würziges und sind natürlich ganz besonders schön auch als Dekoration für einen besonderen Anlass, denke ich. Aber man muss gut überlegen, ob man die dann opfert. Schmecken die eigentlich unterschiedlich, Herr Strasser? Wein ist Wein, das weiß jeder. Rotwein anders wie Weißwein, korrekt? Und Taglilien schmecken immer nach Taglilien, aber jede Sorte schmeckt anders. Und das Besondere ist, von Farbe zu Farbe sind sie wieder verschieden. Also ein dunkel burgunderroter Farbton, der schmeckt natürlich auch wie ein dunkler Wein entsprechend gut. Und eine eher blassrosa, zarte ist natürlich viel milder im Geschmack. Es gibt auch etwas schärfere, es gibt milde, die schmecken so nach Pfirsich. Und es gibt welche, die erinnern den Geschmack eher eben an einen guten Wein. Aber wie beim Weinverkosten, wenn man damit anfängt, die Zunge, der Gaumen und dann der Abgang. Und im Abgang ist man oft ganz überrascht, wie sich der Geschmack nochmal verändert. Also einfach nachher testen. Wir werden auch diese Blüten gemeinsam dann gleich verspeisen. Haben Sie schon mal geguckt, wie viele Leute hier stehen? Das reicht. Dann haben Sie aber keine Taglilie mehr zu verkaufen. Denn das will ich natürlich an dieser Stelle auch noch sagen. Herr Strasser ist nicht nur gekommen, um für seine Lilien, wie heißt es denn, wieder Ihre Lilienarche Werbung zu machen, sondern natürlich auch schöne Lilien zu verkaufen. Und er wird Sie ausführlich informieren, wenn Sie interessiert sind. Das kann ich Ihnen versprechen. So, jetzt aber das Allerwichtigste. Werden denn die Lilien wirklich mit Saft getaucht? Heute ja. Und zwar mit unserem Säckchen von Schloss Rosanne. Mal gucken, ob sie dann besonders schön blüht, schneller. Eine so besondere Lilie bedarf auch einen besonderen Tropfen, wenn man sie taufen. Und deswegen nehmen wir natürlich Schloss Fasanerie. Und dieser Riesling ist etwas ganz Besonderes. Ich kann da mitreden. Ich bin schon öfters Gast im Hause gewesen. Ja, der kommt natürlich aus dem hauseigenen Weingut. Richtig? Sehr schön. So, jetzt brauchen wir einen starken Kerl. Der, oder ist das schon offen? Oder, Herr Dr. Miller, würden Sie vielleicht als Mundschenk mal antreten? Sie können ja nicht nur mit Porzellan umgehen, sondern auch mit Glas. So, und für die Kollegen von der Presse und vom Fernsehen, Moment, wir rücken ein Stückchen nach vorne, oder wie hätten Sie es gerne? Ein bisschen nach vorne? Dahin. Okay, ich dirigiere das jetzt hier. Konnte ich immer schon gut. Ja, aha, ja, ich habe schon lange nicht mehr getan. So, ich gehe jetzt aus dem Weg, weil jetzt ist diese Aktion für die Presse und beide in denselben Topf. Ja, und zwar da, wo das Schildchen ist. So, und ich zähle jetzt von 5 runter, ja, damit Sie wissen. Und dann vorsichtig, nett, hinterher ein Schlückchen, kleines Plauderchen. So, okay, es geht los. Und Sie dürfen gerne ein bisschen applaudieren natürlich dann. Also, 5, 4, 3, 2, 1 und Wassermarsch.